Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sterben am Stück. So, wir sind jetzt mit der Jill unterwegs. Ich habe gedacht, wir machen diese Woche eine Mädelswoche. Ja klar. Und nächste Woche sind dann die Jungs dran, quasi. Da. Nein, jetzt ist dieser. Okay, ich habe den Splitter. Ich muss jetzt so Erinnerungssplitter einsammeln. 4 Stück. Und dann, wenn ich das gemacht habe, muss ich die abgeben. Oder ich muss mit diesen Erinnerungssplittern entkommen. Aber ich kann das da hinten, glaube ich, abgeben. Das mache ich jetzt als allererstes. Tut mir jetzt sehr leid für meine Mates, dass ich jetzt hier absolut useless durch die Gegend renne. Aber ich möchte gerne erstmal die Aufgabe fertig haben. Ja. Die DBD-Mami hat es erwischt. Ich weiß nicht, der Name DBD-Mami. Oh, please. Okay. Hui, hui, hui. Ich habe übrigens mal ein paar Perks ausgetauscht. Ich gehe sie gleich holen. Ich finde erstmal, dass er ein bisschen verschwindet. Okay. Ich hoffe jetzt einfach, dass er zum Jen geht. DBD-Mami, möchtest du geheilt werden? Unter dem Haken. Gut. Wir hoffen einfach mal, dass der Dude jetzt nicht zurückkommt. Okay, 2 Generatoren wurden jetzt da drüben gemacht. Das heißt, ich setze mich jetzt mal an den hier ran. Na klar. Und schon wieder die DBD-Mami. Er geht der DBD-Mami auch nach. Gut. Ich meine, wer sich DBD-Mami nennt, muss halt damit rechnen, von den Killern gejagt zu werden, weil man natürlich davon ausgeht, dass die Pro-Gamer sind in dem Spiel. Also würde ich mir jetzt zumindest denken, so, wisst ihr? Dass, wenn jemand sich so nennt halt, ne, dann auch was drauf hat in dem Spiel. Ah ja, gucken wir mal, wie die Runde für uns jetzt läuft. Ich meine, bis jetzt ganz gut. Ich habe meine Archivaufgabe erledigt. Wir haben noch nicht gehangen, es sind schon 2 Generatoren an. Mit DBD-Mami läuft es halt nicht so, ne? Ist halt ein bisschen schwierig für sie. Aber wir schauen einfach mal. So. Wir müssen halt eigentlich den im Haus erstmal wegmachen. Also. Ja, kann man hier gucken. Okay, die andere geht retten, aber ich gehe mal mit. Aber er geht zum Haken. Oh, er ist halt lautlos gerade. Er geht aber nicht zum Haken. Jetzt geht er zum Haken. Setze ich mal im Haus nochmal mit dran. Es wäre halt voll mies, wenn er sie jetzt halt raustunnelt. Ach, come on. It's coming. Überladen.
Ey, das war mal richtig Zeit für den Überladen-Skill-Check. Da kommt er schon wieder. Ich renn mal vom Haus weg mit ihm. Ich versuch's zumindest mal. Ja. Ich renn mal so hier hinten in die hinterste Ecke. Das ist halt, ne? Wenn er seine Scheißespur zieht, dann wird er so schnell. Das ist so gemein. Naja, so. Ich habe mal versucht, so weit wie es geht, jetzt wegzurennen. Sieh hier so ein bisschen das. War jetzt kein guter Chase, muss man halt mal sagen. Ich hätte in die andere Richtung rennen sollen. He's coming! Es geht. Er kommt. Dunkelbund spielt wie ich. Sehr, sehr vorsichtig. War er gerade? Straight weg hier. Da ist er wieder. Hat uns gesehen. Hat er. Das ist halt gerade super lautlos. Ich versuche halt gerade mal nicht hier in seine Kackespur reinzurennen. Okay, der im Haus ist fast fertig. Nee, das ist nicht der im Haus, das war der da hinten. Ich renne mal zum Haus. Oder auch nicht. Scheiße, hätte ich mich nicht bewegt, er hätte mich nicht gesehen, oder? Er hätte mich nicht gesehen, wenn ich mich nicht bewegt hätte. Verdammt! Manchmal ist Stillhalten halt doch so das Einzige, was bei DBD hilft. Ich würde gerne irgendwie Flink benutzen, aber ich kann mir kein Fenster, wo ich durchkomme. Ja, egal. Das war so doof jetzt. Oh Mann. Okay. Dieses Überladen, ne? Da treffe ich mal die Überladen-Skill-Checks. Oh. Peng ist halt auch noch verletzt. Und Dunkelbund macht irgendwie nicht wirklich irgendwas. Ich habe so das Gefühl, Dunkelbund ist so ein bisschen der useless-ste Mate in der Runde. Die hockt jetzt halt da. So, Feng riskiert ihr Leben quasi, um mich abzuhucken. Kein Plan, wo der ist jetzt. Ich renne jetzt einfach mal so weit weg, wie geht. Also ganz ehrlich, wenn Dunkelbund hängt, ich wüsste nicht, ob ich sie abhucken würde. Weil die macht halt einfach nichts. So. Gefühlt. Ich meine, ich bin auch nicht der beste Spieler, ne? Aber
Ich versuch's halt. Denn jetzt wieder mir nach. Das ist doch. Was ist mit ihm? Wirklich. Was ist mit ihm? Ja, das war's halt. Ich bin halt dead. Ja, das war's. Naja, gut. Das hat dann nicht sein sollen, ne? Ich hätte halt eher weggehen müssen. War jetzt aber schuld. Ich hab gedacht, ach komm. Drauf geschissen, wenn er jetzt wiederkommt. Ich hoffe, Mrs. Ghostface kommt raus. Dunkelbunt fand ich jetzt nicht so gut. Die hat irgendwie nicht wirklich viel gemacht. Oder er, I don't know. Ja. War jetzt irgendwie... War eine okay Runde, glaube ich, aber naja. Wir sind halt gestorben. Aber dafür haben wir unsere Archivaufgabe fertig. Das heißt, ich hole mir fix eine neue Archivaufgabe und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Neue Runde. Neues Glück. Gucken wir mal, ob wir in der Runde entkommen. Oh, der hat Dings mit. Tödlicher Verfolger. Ich würde sagen, das heißt, ich werde mich von meinen Mates jetzt erstmal fernhalten. Er ist in die Richtung gesprintet. Gehen wir mal auf den Hügel hier drauf. So. Gehen wir mal hier hin. Oh Gott. Da ist er. Er ist am Tempel. Ich habe mir letztens auf YouTube Videos angeguckt von einer Streamerin. Die hat vor 6 Jahren noch YouTube Videos gemacht auch, also so Let's Plays und sowas. Und sie hat vor 6 Jahren auch schon Dead by Daylight gespielt. Das heißt, sie hat Version 1.0 DVD gespielt und ich habe mir da ihre alten Videos jetzt angeguckt, die letzten Tage, und ich muss sagen, ich würde so gerne die erste Version Dead by Daylight einfach spielen, wie das damals halt so aussah und so, also das ist schon voll cool. Huch. So auch mit diesen ganzen Verwaschenen im Hintergrund und so. Die Runde läuft jetzt nicht so optimal. Oh, hi, Jane.
Hier ist anscheinend wieder abgeschmiert. Sorry. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es tut mir leid. Oh, das war nicht meine Absicht. Ja. Und ich würde halt so gern tatsächlich mal die allererste Version Dead by Daylight spielen. Das wäre so cool. Wenn das gehen würde irgendwie. Ja, das sieht halt schon alles ganz anders aus. Und damals konnte man ja anhand des Hakens auch noch feststellen, was man für einen Killer hat. Das fand ich auch ganz spannend. Ich habe mal einen Haken geguckt und gesagt, oh, es ist ein Trapper. Oh, es ist eine Nurse. Fände ich halt cool, wenn das heute immer noch gehen würde. Ist halt schon irgendwie voll nice. I don't know. Schon einer gehangen, nee, ne? Nein. Das wissen wir noch nicht, ob er Barbecue hat. Einfach mal, er rennt. Hä? Hallo? Was hab ich denn jetzt aufgehört, mich zu heilen? Oh, nice. Der da unten ist weg. Das ist super. Dann setze ich mich mal an den hier ran, der direkt am Tempel ist. Dann gucken wir einfach mal. Er ist da drüben. Er kommt. Nee, er geht. Ja, ich muss doch mal gucken, Quentin, ob er kommt. Vielleicht spielen die auch zusammen. Wow. Ansteckende Angst. Hat uns einmal alle jetzt erwischt. Geht er den nach? Quentin, geh doch mit dem mal weg. Ich kann Jay nicht aufheben. Okay. Was macht denn Quentin? I don't know. Quentin ist, okay, der ist, glaube ich, noch ein bisschen neu. Er hat aber irgendwas mit, dass er uns sieht, ne? Irgendwas hat er. Okay, dann sollen die da rumspielen? Ich setze mich jetzt hier in den Generator. Keine Ahnung. Und sind die wieder. Ah, jetzt liegt die Clue, die liegt, okay. Wenn Mama Barbecue hat, wenn er jetzt aufhängt. Ich weiß nicht, was die anderen beiden machen. Ich versuche jetzt erstmal den Generator hier durchzuziehen. Geht Jane jetzt retten oder nicht? Blödi, ich komme gleich. Ich weiß nicht, warum sie jetzt winkt. Heißt es, Achtung, der Killer ist hier bei mir oder... Was macht sie da? Ich hänge am Jane fest. Okay, Jane ist unten. Kann natürlich sein, dass er den Quentin jetzt wegcampt. Macht er dich. Hätte ich jetzt fast vermutet sogar, dass er den Quentin jetzt wegcampt. Der hat ihn jetzt so lange beschäftigt und hingehalten. So. Okay.
arbeiten wir mal hier dran. Quentin will weiterhin den Killer mobben. Okay. I see. Ich habe halt keine Ahnung, wo jetzt noch Generatoren sind. Den jetzt hier anmachen, aber ist mir jetzt auch wurscht. Ah, hier ist noch einer, okay. Okay, geht zurück zum Haken. Dann setze ich mich hier gleich mal wieder ran. Sollen die mit dem Killer spielen? Ich mache Generatoren. so eine ruhige, entspannte Runde ist doch auch mal ganz nett. Und am Ende Nötklatsche, weil keiner ein einziges Totem gemacht hat. Ich sag's euch, so wird's kommen. Ich weiß nicht, an welchem Generator Quentin sitzt. Aber wir machen den jetzt einfach mal zur Sicherheit noch. Jane und ich. Jane, der hat kein Barbecue, alles gut. Kann halt natürlich sein, dass er Nöt hat, ne? Dass er jetzt auf Nöt spielt. Jagt halt Quentin. Okay, wir versuchen es noch mit Klödi und retten, versuchen sie zu retten. Die sind unten im Keller gerade. Okay. Ich versuche es zu Klödi zu kommen. Werde jetzt wahrscheinlich wieder dabei sterben. Sag ich doch. Jetzt kommt die Nötklatsche. Doch nicht. Scheiße. Verdammt. Es war so klar. Wenn ich versuche zu retten, funktioniert es halt nicht. Und die werden mich jetzt wahrscheinlich auch hängen lassen. Ich hätte sie abhucken sollen. Scheiße. Ich habe noch überlegt, ob ich sie jetzt trotzdem abhucke, ob ich es schaffe. Habe aber gedacht, ich schaff's eh nicht. Und hätte aber gedacht, dass Jane vielleicht noch als Backup hinter mir ist. Er hat Barbecue, ne? Er hat mich gesehen. Killer kommt, Killer kommt. Quentin, Quentin, der kommt doch! Oh Gott, Quentin. Das war halt einfach dumm. Jane, tankst du? Ja, cool. Jane, es liegt jetzt alles an dir. Ich krabbel in die falsche Richtung. Ja, Jane geht jetzt raus. Das ist okay. Oh, es war halt ein bisschen dumm jetzt einfach. Das Quentin hat sich jetzt geopfert für nichts und wieder nichts. Das tut mir halt so leid. Jane, geh raus. Sonst bist du halt auch noch... Ich lasse mich jetzt aber sterben. Vielleicht kann Quentin wegkriechen. Er liegt halt immer noch da. Aua, hau mich doch nicht. Jetzt gesagt, vielleicht kann Quentin wegkriechen und kriegt die Luke, aber eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. So. Na gut, es lief jetzt nicht so optimal, aber was soll's. Immerhin haben wir alle Generatoren anbekommen. Ja, das ist ja auch schon was wert. Ja.
Ihr kennt das ja. Wir nennen das ja hier nicht für umsonst Sterben am Stück, ne? Also von daher, ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.